Sie versuchten, die Geheimnisse des Universums zu erforschen und haben den Quell allen Wissens der Welt gefunden. Sie sind uns als Magier, als Weisen und als Heilige Drei Könige bekannt. Wer waren sie aber wirklich? Wie können wir uns ihre Reise nach Bethlehem vorstellen? Was passierte mit den Gaben, die sie dem neugeborenen König brachten? Was sagt die moderne Wissenschaft über den Weihnachtsstern? Gibt es eine Mitteilung, eine Botschaft, die uns diese drei hinterlassen haben? Das Vermächtnis der Weisen, die heiligen drei Könige und ihre wahre Geschichte. Eine Dokumentation von Alexander Krylov. Drei heilige Könige. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, in die Bibel schauen, dann steht da weder die Zahl drei, noch Könige, noch heilig. Und trotzdem, hier in Köln verehren wir sie als die heiligen drei Könige. Warum? Warum drei und warum Heilige und warum Könige? Was steht in der Bibel? Da steht Magier, also Sterndeuter. Die haben den Himmel beobachtet. Aus anderen Ländern kamen sie und sie haben in den alten Schriften gefunden, wenn ein ganz heller Stern am Himmel auftaucht, dann diesem Stern zu folgen. Er wird dorthin anzeigen, wo ein neuer König geboren ist. Im Matthäusevangelium wird gesprochen von Magoi Apoanatolon. Also es heißt wörtlich übersetzt Sterndeuter oder Wahrsager, die aus dem Osten kommen. Dort ist nicht die Rede von Königen, das ist dann erst eine spätere Deutung. Und es ist auch nicht die Rede davon, dass es nur drei gewesen seien, sondern es sind einfach Weise, heute würde man sagen Wissenschaftler oder Astronomen, also Menschen, die sich berufsmäßig mit der Sternenkunde beschäftigt haben, irgendwo im Osten. Das kann also entweder sein das spätere Persien oder auch Chaldäa oder Babylon. Also das sind Orte, an denen auch eine jüdische Gemeinde war. Und es gibt eben neuere Forschungen, dass vielleicht diese jüdische Messias-Hoffnung auch auf diese heidnischen, nicht-jüdischen Wissenschaftler übergesprungen sein könnte. Denn als sie nach Jerusalem kommen, sagen sie, wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Aufgrund der drei Gaben, die sie dem Christuskind mitgebracht haben, Gold, Weihrauch und Myrrhe, hat man dann in späterer Zeit auf drei Könige geschlossen. Aufgrund der königlichen Gaben hat man insbesondere im Mittelalter die Magoi, eigentlich Sterndeuter, als Könige angesprochen. Wir sagen ja heute, das sind die heiligen drei Könige. Aber bei Matthäus im zweiten Kapitel steht Magier. Das waren die Magier, die von den Aufgängen kamen, so heißt es. Magier von den Aufgängen, da können nur die Aufgang der Sterne mit gemeint sein und die gehen ja im Osten auf. Magier aus dem Osten, Luther hat übersetzt, das waren Weise aus dem Morgenlande. Eine sehr, sehr schöne Übersetzung, die Luther gefunden hat. Und in der Einheitsausgabe des Neuen Testamentes steht heute Sterndeuter aus dem Osten. Sterndeuter, damit wird ein anderer Akzent gelegt. Nicht mehr Astronomen, die nur den Himmel beobachten, sondern Astrologen, die aus Zusammenklänge am Himmel etwas für das Leben und die Zukunft der Erde, des Menschen herausdeuten wollen. Astrologie, die aber schon im Neuen Testament vehement, schon im Alten Testament vehement abgelehnt wird. Über die heiligen drei Könige oder die Sterndeuter, die Magier, gibt es viel zu erzählen. Und ich denke, wir wissen auch alle schon eine ganze Menge über sie. Aber ich würde sie gern heute mit auf die Reise nehmen in die Legenden. Und zwar habe ich hier ein Buch, das ich sehr schätze persönlich, die Legenda Aurea. Die wurde im 13. Jahrhundert schon geschrieben. Das ist eine Sammlung von rund 180 heiligen Legenden. Und der Autor ist inzwischen selig gesprochen worden. Und die Legenda Aurea weiß eine Menge über die heiligen drei Könige, über die Magier, die Weisen, die Sterndeuter zu berichten. Die Sterndeuter müssen
offensichtlich Leute gewesen sein, die sich mit der astronomischen Beobachtung auskannten. Das müssen also Leute gewesen sein, die vornehm waren, genug Geld hatten, weil sie auch diese Reise dann finanziert haben, die sich aber gleichzeitig, die offensichtlich aktive Sternbeobachter waren. Und bei dieser Beobachtung sind sie dann auf diese, möglicherweise auf diese Konjunktion dann gestoßen. Die Babylonier, wenn diese Magier wirklich aus dem Zweistromland, aus Babylonien kamen, dann hatten sie so einfache Geräte und haben damit den Himmel beobachtet. Man weiß, dass sie auch Sternverzeichnisse angelegt haben und viele unserer heutigen Sternnamen wie Aldebaran oder Sirius stammen noch aus dieser babylonischen Zeit, aus dieser babylonischen Astronomie. Die wussten damals schon sehr gut Bescheid, etwa über den Umlauf der inneren Planeten, Merkur und Venus um die Sonne. Sie wussten schon sehr genau, wann sich Finsternisse, Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse auf der Erde wiederholten und hatten dafür einen Namen, einen Saros-Zyklus nach etwa 38 Jahren. Sie verstanden auch schon, einen Kalender zu machen, was ja sehr, sehr schwierig ist, den Umlauf, den scheinbaren Umlauf der Sonne in einem Jahr in Einklang zu bringen mit dem Umlauf des Mondes, was 29,5 Tage sind. 365 lässt sich nicht durch 29,5 Tage ohne einen schwierigen Rest teilen. Und wir haben einen Kalender, der ja erst unter Papst Gregor dem 13. neu entstanden ist. Aber damals hatte man schon versucht, einen Kalender zu machen und mussten nicht, wie wir heute, manchmal einen Tag einschieben, Ende Februar, sondern die mussten alle 7 Jahre einen ganzen neuen Monat einschieben. 13 Monate Jahr statt ein normales 12 Jahre Monate von Neumond zu Neumond. Es kann eben sein, wenn die Magier aus Chaldäa kamen, dass sie dort Berührung hatten, auch mit Juden, die dort lebten und auch ihre heiligen Schriften kannten, und dass sie sozusagen das astronomische Wissen mit dem Glaubenswissen verbunden haben. Und das wäre dann eben eine starke Motivation gewesen, als sie dieses seltsame Phänomen am Himmel sahen, dass sie sagten, sie machen sich auf den Weg und sie forschen nach, was das für ein Zeichen ist. Sie gehen ja hin, ohne genau zu wissen, was sie finden werden, aber dass so eine tiefe Hoffnung in diesen Magiern lebendig war, sonst hätten sie auch zu Hause bleiben können und ihre Ergebnisse dort auswerten, aber sie haben sich auf den Weg gemacht, sie haben eine Wanderschaft angetreten, und das zeigt eben, dass sie mehr gesucht haben als nur Wissen, dass sie Menschen waren, die mit einer Hoffnung unterwegs waren, vielleicht auch Menschen, die einen tieferen Sinn in ihrem Leben gesucht haben, und insofern sind es ja auch Gestalten, die uns heutigen Menschen sehr nahe kommen. Abgesehen von ihren Namen bekamen die Heiligen Drei Könige in der christlichen Tradition unterschiedliche Merkmale. Zusammen stehen sie symbolisch für drei Zeitalter, drei geografische und kulturelle Gebiete und manchmal für andere Dinge. In einer Tradition, die sich in der Kunst des 14. Jahrhunderts widerspiegelt, zum Beispiel in der Arena-Kapelle von Giotto, ist Kaspar alt, normalerweise mit weißem Bart dargestellt, und bringt das Gold. Er ist König von Tarsus, dem Land der Kaufleute an der Mittelmeerküste der modernen Türkei, und steht als erster in der Reihe, um vor Christus zu knien. Melchior ist mittleren Alters und bringt Weihrauch aus Arabien, und Balthasar ist ein junger Mann, oft dunkelhäutig, mit Myrrhe aus Saba, das im heutigen Südjemen liegt. Ihr Alter wurde oft mit 60, 40 und unter 20 angegeben. Wie die Sterndeuter ihren Weg gemacht haben, wie sie gekleidet waren, wie die Umstände waren, das ist natürlich etwas Spekulation, dass man mit dem spärlichen Wissen über die damalige Zeit rekonstruieren kann.
Ich denke, sie waren eben gekleidet wie Priester oder Angestellte am Königshof. Insofern stimmt die Ikonografie in manchem schon, auch wenn sie keine Könige im landläufigen Sinne waren, aber sie waren eben Adelige oder jedenfalls Angehörige einer führenden Kaste in der Gesellschaft. Sie waren also sicher prunkvoll gekleidet. Sie hatten Geschenke dabei, um dem König zu huldigen. Also ich glaube, das entspricht auch den historischen Tatsachen. Und sie hatten eben auch viele Angestellte dabei, die dann für das Kochen, die Zubereitung der Speisen zuständig waren. Wie isst man im Orient? Scharf gewürzt, gelegentlich Fleisch, aber nicht zu viel, weil sie mussten es sich einteilen. Es musste ja frisch sein auf der Reise. Sie haben sicher unterwegs auch eingekauft, so die Grundnahrungsmittel. Vielleicht hatten sie einen eigenen Koch dabei, der ihnen etwas zubereitet hat, dann über dem Lagerfeuer. Also da kann man spekulieren. Auf jeden Fall war es eine aufwendige Reise, weil sie eben sicher mit einem Dutzend oder zwei Dutzend Leuten unterwegs waren. Sie haben Zelte dabei gehabt, die sie aufgeschlagen haben unterwegs. Und sie haben eben auch immer wieder mit ihren astronomischen Geräten darauf achten müssen, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben. Es gibt ja keine Straßenschilder und kein Navigationssystem, sondern sie haben sich von Etappe zu Etappe durchfragen müssen. Und dadurch haben sie auch viel mehr Vorrat gebraucht und mitgenommen, damit sie diese lange Reise auch sicher bestehen konnten. Sie haben sicher auch irgendeine Form von Wertgegenständen mit sich geführt, ob das Edelsteine waren oder eher Gold, um sich eben auch während der Reise weiter verpflegen zu können. Und man weiß nicht, wie viel sie dann noch hatten, als sie in Bethlehem ankamen, aber auf jeden Fall hatten sie sich selber geöffnet und sind selber angekommen. Und ihre Gaben, die sie darbringen, sind ja letztlich Zeichen ihrer Verehrung und ihres Glaubens. Darauf kommt es ja dem biblischen Bericht an. Auch wenn Gold, Weihrauch und Myrrhe typische Gaben der damaligen Zeit sind, aber sie haben eben auch eine symbolische Bedeutung. Und so ist also das sagen auch der Inhalt ihres Weges, was sie dann dem Jesuskind als ihre Geschenke darbringen. Mit welchen Verkehrsmitteln waren damals die Weisen aus dem Morgenland unterwegs? Das effektivste Verkehrsmittel damaliger Zeit war bestimmt ein Kamel. Die Kamele sind die echten Wunderwerke der Natur. Ohne sie kann man sich eine so weite Reise gar nicht vorstellen. Die Legende Aurea erzählt uns auch, dass die Weisen auf Kamelen nach Bethlehem geritten sind, aber eben auf einer besonderen Art von Kamelen, sogenannte Dromedare. Wenn man das ins Deutsche übersetzt, heißt das Laufekraft. Drommes von Laufen und Are von Kraft. Und das erklärt, warum sie es so relativ schnell geschafft haben, aus dem fernen Orient anzureisen, da Dromedare die Fähigkeit haben, dreimal so schnell wie ein Pferd zu laufen und auch die dreifache Strecke, die ein Pferd an einem Tag schaffen würde. Dromedare sind einhöckrige Kamele. Sie erreichen eine Länge zwischen 2 und 3 Metern, haben eine Schulterhöhe von 1,8 bis 2,3 Metern und ein Gewicht von 300 bis 700 Kilogramm. Um die Wüstengebiete durchqueren zu können, speichern die Kamele große Mengen an Wasser und Nahrung. In ihren Höckern lagern sie Fett ein, mit dessen Hilfe sie bis zu 30 Tage ohne Nahrung auskommen. Ihren Wasservorrat, der zwischen 100 und 150 Liter betragen kann und für eine Durstperiode von bis zu 2 Wochen ausreicht, speichern sie im Magensystem. Sie schaffen es, innerhalb von 10 Minuten über 100 Liter Wasser auf einmal zu trinken und einzulagern. Die Kamele laufen mit der Geschwindigkeit von ca. 30 km pro Stunde. Manche Arten können sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 64 km erreichen. Genau, wahrscheinlich sind sie gekommen aus dem heutigen Persien oder Indien, durch die Wüste gezogen. Wer das schon mal gesehen hat, der weiß, dass das im heutigen Iran Steinwüste ist, also keine Sandwüste, sondern Steinwüste, sehr unwirtlich, vielleicht noch unwirtlicher und wüstenartiger als die Sandwüste. Und dort sind sie unter großen Mühen gezogen, aber sie hatten Kamele dabei, sie hatten ihre Geschenke dabei, die sie dem Kind gebracht haben. Sie hatten
Gaben. Sie hatten Wasserschläuche, sie hatten zu essen. Also sie waren jetzt keine armen Bettler, die kamen wie die Hirten, sondern sie waren schon vermögende Leute, der Überlieferung nach, der Legende nach, der Erzählung nach. Aber sie haben große Mühen und Strapazen auf sich genommen. Und dann kommen sie ja, wie die Bibel sagt, wie das Evangelium uns berichtet, erst nach Jerusalem zu Herodes und dann Bethlehem und zogen auf einem anderen Weg in ihr Land zurück, ohne Herodes noch mal zu treffen, der dann eben sehr aufgebracht war und alle Kinder dort in der Umgebung hat töten lassen, weil er Angst hatte, so berichtet die Überlieferung, dass er von einem irdischen König vom Thron gestoßen würde. Dabei war es ein himmlischer König. Und dieser helle Stern, der Stern von Bethlehem, dieser Stern, den haben Sie gesehen. Sie haben sich auf den Weg gemacht und sind gezogen. Wohin geht man, wenn ein König geboren wird? Natürlich dort, wo man den König vermutet, in den Königspalast. Aber im Königspalast von Jerusalem, da war nichts bekannt von einem neugeborenen König. Sie zogen weiter, dorthin, wo der Stern sie hingeführt hat. Und als der Stern stehen geblieben ist, da waren sie außerhalb von einem Ort Bethlehem, ein ganz kleines Dorf. Dort, wo normalerweise Tiere ihr Futter suchen oder die Hirten sich unterstellen mit ihren Schafherde. Dort ist ein neuer König geboren, ein ganz kleines Kind, dieses Kind, das wir verehren als den Sohn Gottes, Jesus Christus. Die Länge der Reise hat ja auch ein bisschen was zu tun mit dem Inhalt dieses Weges. Also ich glaube, es kommt eben darauf an, dass die Sterndeuter immer wieder einmal eine neue Positionsbestimmung vornehmen mussten, dass sie auch ihren Weg ändern mussten, sei es, weil Berge dazwischen waren oder reißende Flüsse und sie deswegen einen längeren Umweg gehen mussten. Das ist ja auch eine Erfahrung im Leben, dass auch Umwege zum Leben dazugehören. Dann eben diese Frage, kehren wir nicht um, brechen wir nicht dieses Unternehmen ab, hat es einen Sinn, weiterzugehen, die Vorräte gehen aus, wir kommen durch eine Gegend, wo irgendwelche Räuberbanden unterwegs sind. Es ist ja auch eine Zeit, in der wenige Informationen abrufbar sind und deswegen müssen sie sich ja auch immer wieder durchfragen. Wir sehen es ja dann auch, wenn sie in Jerusalem ankommen, dass sie zunächst auch bei Herodes, bei den Schriftgelehrten anfangen und es dauert dann dort noch einmal einige Zeit, bis sie verstehen, wo dieser Stern sie hinführen will und bis sie dann nach Bethlehem kommen. Man kann sich das schon vorstellen, also wenn es da vornehme Leute kommen aus dem Osten, vielleicht wirklich imposante Erscheinung und sie warten nun um einen Termin. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass da Herodes ja gesagt hat, vor allen Dingen, wenn die irgendwie angedeutet haben, wir sind auf der Suche nach einem neugeborenen König der Juden. Das war natürlich für ihn das Alarmsignal. Also das kann man sich gut vorstellen. Ich kann es mir jedenfalls vorstellen. Und das ist ja auch schon verschiedentlich verfilmt worden auf dem Hinweg. Ja, also sie haben den Stern irgendwie anscheinend aus den Augen verloren. Also sie kamen in Jerusalem an und ist ja nicht weit von Bethlehem entfernt und waren jetzt unsicher und erzählten das. Und dann hat eben Herodes die Schriftgelehrten gefragt und die haben ihm gesagt, ja, halt, das ist ein Zeichen für den Messias. Da erschrak, heißt es, ganz Jerusalem mit ihm. Ja, und Herodes hat dann so, wollte natürlich, Herodes war jemand, der unter einem Verfolgungswahn litt. Das ist eigentlich historisch ziemlich verbürgt. Er hatte sich zum Beispiel 4 Fluchtburgen bauen lassen, damit er da, falls er angegriffen wird, falls er in Bedrängnis kommt, sich zurückziehen konnte. Und dann auch die Festung Masada, die noch eine andere Rolle spielt. Also er war in panischer Angst, dass man ihn von seinem Königsthron vertreiben würde. Insofern, die Angst, dass der König der Juden, der Messias, in Bethlehem geboren wurde, zu seiner Zeit, löst ihn in Panik aus. Und so hat er sich eingeschmeichelt, na, wenn ihr den gefunden habt, dann sagt mir doch bitte Bescheid, ich möchte dann auch das Kind verehren. Natürlich wollte er wissen, wo dieser König ist und sich dann seiner entledigen. Der Kindermord von Bethlehem. Er hat in dieser Weise dann auch nochmal außerbiblische Zeugnisse in den Zeugnissen dieses Verfolgungswahns des Königs Herodes. Bethlehem.
An die heilige Nacht und die Anbetung der Könige erinnert uns heute die Geburtskirche. Sie gehört zu den wenigen vollständig erhaltenen frühchristlichen Bauten. Die Geburtsstätte Jesu wurde an diesem Ort schon im 2. Jahrhundert verehrt. Kaiser Konstantin und seine Mutter Helena ließen hier eine Kirche erbauen. Der extrem niedrige Eingang erinnert uns heute an die damaligen unruhigen Zeiten. Seine Maße, 1,20 Meter hoch und 80 Zentimeter breit, wurden bewusst so klein gehalten, damit keiner auf dem Pferd in die Kirche hineinreiten konnte. Gewollt oder ungewollt mussten sich alle durch den niedrigen Eingang vor dem Eintritt in die heilige Kirche bücken. Es wird erzählt, dass gerade die heiligen drei Könige diese Kirche im Jahr 614 vor der Zerstörung bewahrten. Die Perser hatten über dem Eingang der Kirche das Mosaik mit der Abbildung von persisch gekleideten Magiern gesehen und aus Respekt vor ihnen ließen sie die Kirche stehen. 1717 installierte die römisch-katholische Kirche in der Geburtsgrotte einen silbernen, 14-zackigen Stern mit der lateinischen Inschrift Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Hier wurde Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren. In einem Halbbogen über dem Stern hängen 14 verschiedene Lampen. Die Zahl 14 steht dabei für die 14 Geschlechter, von König David bis hin zu Christus. Warum denn gerade Bethlehem? Denn es heißt ja Jesus von Nazareth und nicht Jesus von Bethlehem. Da muss man dann auf das Lukas-Evangelium zurückgreifen, in dem es heißt, dass die heilige Familie wegen der Volkszählung nach Bethlehem zieht. Jeder in seine Stadt, Josef in seine Stadt mit der schwangeren Maria. Warum Bethlehem? Naja, in Bethlehem ist David geboren. Bethlehem war die Davidsstadt, also der neue David, der neue König Israels, der muss natürlich in der Davidsstadt Bethlehem geboren sein. Und sie beugen ihre Knie, erkennen in diesem Kind einen neuen König. Ja, sie erkennen sogar, es ist der Sohn Gottes. Menschen aus anderen Ländern, Menschen anderer Religion, sie kommen als allererstes nach den Hirten und verehren dieses Kind als den Sohn Gottes. Die Sterndeuter werden in der Anbetung Jesu als niederfallend, kniend oder beugend beschrieben. Diese Beschreibung hatte einen großen Einfluss auf die christliche Gebetshaltung. Die Gestik der Weisen zeigte großen Respekt und wurde normalerweise vollzogen, wenn ein König verehrt wurde. Das Knien ist bis heute ein wichtiges Element des christlichen Gottesdienstes geblieben. Ja, was würden wir einem Kind oder seinen Eltern zur Geburt schenken? Vermutlich nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber das haben die Weisen damals gemacht und die Legende Aurea hat auch ihre Begründungen dafür, warum das so war. Die erste kennen wir vermutlich alle, dass das Gold geschenkt wurde, weil die Weisen anerkannt haben, dass Christus König ist, der Weihrauch, dass er Gott ist und die Myrrhe, dass er wahrer Mensch ist. Die Legende Aurea führt aber noch weitere Gründe an. Das eine eben, dass das Gold geschenkt wurde für die Armut Mariens und der Weihrauch, um den Geruch im Stall zu vertreiben und letztlich die Myrrhe, um dem kleinen Knäblein, um seine Glieder zu stärken und auch die bösen Würmer abzuwehren. Die Mönchsrepublik auf dem heiligen Berg Athos. Kloster Agio Paphlu. Zu den wichtigsten Reliquien, die hier von den Mönchen verehrt werden, gehören die Gaben der heiligen drei Könige. Die Ostkirchen erzählen, dass die Gottesmutter die drei Königsgaben die ganze Zeit aufbewahrt hat. Sie übergab diese vor ihrer Entschlafung der Kirche von Jerusalem, wo sie bis zum Jahr 404 verblieben. Später soll der byzantinische Kaiser Arkadius die Gaben in die Hagia Sophia in Konstantinopel übertragen haben.
Nach der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen im Jahr 1470 kamen die Gaben der Heiligen Drei Könige durch die Witwe des türkischen Sultans Murat II. Mara in das Pauluskloster auf dem Berg Athos. An großen Festen werden die heiligen Reliquien zur Verehrung der Gläubigen ausgestellt. In der Klosterkirche wird keine Elektrizität benutzt, nur Kerzen brennen. Dann wird das riesige Polykandelon in Bewegung gesetzt. Das ist der riesige Leuchter, der das himmlische Jerusalem, die Vereinigung der irdischen und der himmlischen Kirche darstellt. Die drei Königsgaben werden in einem Reliquiar aufbewahrt. Das sind 28 Goldplättchen in verschiedenen geometrischen Formen mit einem filigranen Ornament. Der Einschätzung der Historiker zufolge können diese goldenen Plaketten aus der Zeit der Chaldäer, ca. 1000 Jahre vor Christus, stammen. Zu diesen gehören insgesamt 60 an einem Silberfaden befestigte olivengroße Kügelchen, die aus einer Mischung aus Weihrauch und Myrrhe bestehen. Die Authentizität der heiligen Gaben wird für die Mönche durch den einzigartigen Duft bestätigt, der die ganze Kirche erfüllt und zur geistigen und körperlichen Heilung der Gläubigen beiträgt. Es mag überraschen, aber die Legende Aurea berichtet, dass die Weisen eigentlich 5 Sterne gesehen haben. Der erste ist der wahre Stern, den sie im Morgenland gesehen haben. Der zweite ist der geistige Stern, den sie in ihrem Herzen sagen, weil wenn sie nicht geglaubt hätten, wären sie auch da nicht gefolgt und hätten den Stern nicht sehen können, wenn sie nicht offen gewesen wären. Der dritte ist der geistige Stern, das ist der Engel, der ihnen später im Traum erschienen ist und gesagt hat, sie sollen nicht zu Herodes zurückkehren. Der vierte ist der menschliche Stern, das ist eben Jesu Mutter Marien, unsere liebe Frau, der Meerstern, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Und der fünfte eben der wahre Gott, Jesus selbst, der in der Krippe gelegen hat. Und das alles haben sie in diesem einen Stern gesehen, so die Legende Aurea. Astronomen haben sich seit vielen hundert Jahren Gedanken gemacht, welches Himmelsereignis der Erscheinung des Sterns von Bethlehem zugrunde liegt. Ja, es gibt 3 Theorien, den Stern von Bethlehem zu erklären, falls es wirklich eine reale Gegebenheit war. Und zwar zunächst der Stern von Bethlehem als ein Komet, das zweite Stern von Bethlehem als eine Supernova und als drittes eine Konjunktion, ein nahes Zusammenstehen von 2 Sternen von Jupiter und Saturn. Das sind so die Theorien, die seit vielen Jahren, schon fast durch 2000 Jahre, durch die Köpfe der Theologen und Astronomen hindurchgehen. Wir wissen heute, dass Sterne am Ende ihres Sternlebens durchaus solche Phänomene haben können, dass sie plötzlich sehr, sehr hell werden. Einmal denken Menschen, es könnte ein Komet gewesen sein. Also denken Wissenschaftler, es könnte ein Komet gewesen sein. Und diese Hypothese ist eigentlich die schönste Hypothese, weil die Künstler natürlich in ihren Darstellungen gerne einen Kometen als Stern von Bethlehem haben. Das beste Beispiel ist vielleicht der Maler Giotto di Bondone, der in der Sixtinischen Kapelle die Anbetung der Könige malen sollte. Und natürlich musste er dafür den Stern von Bethlehem irgendwie malen. Giotto di Bondone hatte ein Jahr vorher den Kometen Halley gesehen. Und das hat ihn so beeindruckt, dass er den Kometen Halley über diese Krippe als Stern von Bethlehem gemalt hat. Und solche künstlerischen Experimente oder solche künstlerischen Darstellungen gibt es sehr, sehr viele. Ja, das war eben Origenes, der schon im Anfang des 3. Jahrhunderts gesagt hat, der Stern von Bethlehem muss ein Komet gewesen sein. Ja, und man hat ja dann auch immer wieder neue Kometen gesehen. Ja, vielleicht erinnern wir uns noch an den Komet Hyakutake oder
an den Komet Hale-Bopp in den 90er Jahren. Oder einige der Zuhörer werden vielleicht sich erinnern, 1985, da leuchtete der Hellesche Komet wieder auf. Der Hellesche Komet war wieder nahe an der Sonne und nahe an der Erde. Benannt nach dem englischen Astronomen Halley, der ihn entdeckt hat im 18. Jahrhundert und gleich festgestellt hat, dass dieser Komet alle 75 1/3 Jahre neu wieder nahe an die Sonne und nahe an die Erde kommt und uns wieder als ein Komet erscheint. Und dann konnte man ja zurückrechnen. Wie war das denn? Wann war denn der Komet Halley nun wirklich während der Zeitenwende da? Und wenn man zurückrechnet, dann kommt man auf das Jahr 12 vor Christi Geburt. Aber das scheint nun allen Historikern und Theologen doch etwas zu früh zu sein, um zu sagen, das war der Geburtsstern Jesu. 12 vor Christi Geburt, das kann es wohl nicht gewesen sein. Die Kometenhypothese hat allerdings einen großen Nachteil. Wenn da wirklich ein großer, heller Komet zu sehen gewesen wäre, dann wäre der überall zu sehen gewesen und es wären viel mehr Leute darauf aufmerksam geworden. Und das hätte dann zum Beispiel dazu geführt, dass der Herodes dann nicht so erschreckt gewesen wäre, weil seine Leute natürlich auch den Kometen gesehen hätten. Außerdem sagt Tacitus schon, wenn ein Komet erscheint, dann geschieht etwas Fürchterliches. Das ist ein Unglücksbote. Und der Stern von Bethlehem kann ja schlechterdings kein Unglücksbote sein, wenn er unseren Erlöser Jesus Christus verheißen soll. Eine zweite Hypothese ist, dass der Stern von Bethlehem ein explodierender Stern gewesen ist. Man nennt solche Sterne Supernovae oder Novae. Und das fällt natürlich dann den Experten auf, dass zum Beispiel in einem Sternbild plötzlich ein Stern auftaucht, der eigentlich da nicht reinpasst, der plötzlich so hell ist. Ich meine, dass die Supernova-Theorie wohl sehr interessant ist. Das Aufleuchten eines hellen Sternes, das war das Jahr 1572. Dass der große dänische Astronom Tycho Brahe zum ersten Mal etwas Neues am Fixsternhimmel gesehen hatte. Seit Aristoteles waren der Meinung, Veränderungen geschehen auf der Erde, aber nicht am Fixsternhimmel. Und plötzlich tauchte im Jahre 1572 ein neuer Stern auf, eine Nova. Und das war wirklich so etwas wie eine kleine Revolution über unsere Ansicht vom Fixsternhimmel. Der ist nicht veränderlich. Da können Dinge geschehen am Fixsternhimmel. Um 32 Jahre später, 1604, kam eine neue Supernova, ein heller Stern, ein besonders heller Stern. Ja, dann keine Nova mehr, sondern sogar eine Supernova. Und Kepler hat sie beschrieben, im Detail beschrieben, und er kam auf die Idee, der Stern von Bethlehem, das könnte eine Supernova gewesen sein. Diese Hypothese hat auch den Nachteil, dass normalerweise eine solche Sternexplosion auch wieder abklingt und innerhalb, sagen wir mal, von 100 Tagen doch so deutlich abklingt, dass der Stern nicht mehr mit bloßem Auge zu sehen ist. Das war also die Theorie von Kepler. Man hat aber leider in allen Aufzeichnungen der Griechen, der Babylonier oder auch in Ostasien, Korea und Japan, China, keinen Hinweis gefunden, dass etwa zur Zeitenwende der Stern hätte aufleuchten können, aus einer Supernova registriert worden wäre. Das gibt es leider nicht. Die dritte Hypothese ist eine Hypothese, die aus der Bewegung der Planeten folgt. Wenn man von der Erde aus Planeten beobachtet, ist es so, dass sie gewisse so Schleifenbewegungen vollführen. Das heißt, sie bewegen sich am Himmel durch die Sterne auf einer Schleife.
Und wenn zwei Planeten zufällig in derselben Region eine solche Schleife machen, dann kann es passieren, dass die beiden Planeten dreimal hintereinander sich sehr nah begegnen. Und ein solches Phänomen nennt man Konjunktion. Und diese Konjunktionen können zum Beispiel ein Jahr dauern. Und das könnte vielleicht ein folgendes Szenario hervorrufen. Wenn die drei heiligen Könige tatsächlich also Sternbeobachter waren und sich auskannten in der Astronomie, dann wird eine enge Begegnung von Jupiter und Saturn ihre Aufmerksamkeit erregt haben. In der damaligen Zeit war es auch möglich, solche Planetenbewegungen vorauszuberechnen. Auch wenn man diese Rechnung unter der Annahme eines falschen Weltbildes machte. Das heißt, wenn die drei Könige also aufmerksam geworden wären und dann angefangen hätten zu rechnen, dann hätten sie gesehen, dass es noch zwei weitere enge Begegnungen gibt und die dritte Begegnung sogar so, dass die beiden Planeten sehr dicht beieinander stehen. Es ist ja immer nur im Griechischen von Aster die Rede. Es ist nie von Sternbild die Rede, sondern in dem Text von Matthäus steht ganz eindeutig Stern, Fixstern. Und eigentlich nicht Komet und eigentlich nicht Konstellation von mehreren Sternen zusammen, sondern es steht eindeutig der Begriff Stern dort. In der biblischen Geschichte steht, dass die drei Könige, nachdem sie bei Herodes waren, dann in Richtung Bethlehem gegangen sind. Und da steht dann, der Stern ging vor ihnen her. Das ist eine schwierige, wissenschaftlich schwierige Geschichte. Es gibt Astronomen, die der Meinung sind, dass die Stellung der beiden Planeten, der Jupiter etwas oberhalb, der Saturn etwas unterhalb, im Grunde genommen so gewirkt haben wie so ein Pfeil, der in eine Richtung zeigt. Das funktioniert aber nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Man könnte sich also vorstellen, dass als die Sonne unterging, der Stern zu sehen war, dass dann diese beiden Planeten quasi eine Richtung vorgeben konnten. Ich denke, es wäre schwierig, das wirklich beweisen zu wollen. Bei einem Kometen übrigens wäre das sehr ähnlich. Wenn man einen Kometen mit einem sehr geraden Schweif sieht und der über dem Horizont steht, dann könnte der auch eine Richtung weisen. Ich persönlich mag alle diese Theorien nicht so sehr, weil sie doch auf zu vielen Annahmen beruhen. Und man weiß nicht, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Es ist erstaunlich, was die Legenda Aurea zu berichten weiß über die Frage, die wir uns auch heute oft stellen, was dieser Stern denn wirklich gewesen ist. Und die erste Annahme ist eben, dass der Stern der Heilige Geist war. Er konnte ja auch als Feuer erscheinen. Er ist auch in der Gestalt einer Taube erschienen bei der Taufe im Jordan. Die zweite Annahme, dass der Stern eigentlich ein Engel war, so wie er den Hirten ein Engel erschienen ist. Aber die Legende Aurea spricht sich ganz klar dafür aus, dass dieser Stern von Bethlehem eine Neuschaffung gewesen ist, eigens erschaffen zu dem Zweck, den Weisen den Weg zu weisen, zum neugeborenen König der Juden, zu Christus, und dass er auch, nachdem er seinen Dienst erfüllt hatte, wieder in seine Materie zurückkehrte und nicht länger existierte. Ist sicher, wenn ein neuer Stern auftaucht, dann ist das immer das Zusammenbrechen eines sehr alten Sternes. Der alte Stern bricht zusammen, der innere Teil und die äußeren Teile werden abgeschleudert. Durch dieses Abschleudern erscheint eben ein großes neues Licht. Aber die leuchtenden Teile werden abgeschleudert in das Weltall und dieses Phänomen erlöscht dann bald wieder. Dieser Feuerschein sich aber sehr schnell verflüchtet im All zwischen den anderen Sternen. Es ranken sich ja viele Legenden darum, was aus den Weisen geworden ist, nachdem sie in Bethlehem den König gefunden hatten, Christus. Die meisten meinen, dass sie danach in drei verschiedene oder mehrere verschiedene Himmelsrichtungen gereist sind. Und es gibt aber eine Legende, die erzählt davon, dass die Weisen zusammengeblieben sind und eine Kirche gebaut haben.
Und als sie dann nacheinander starben, war es eben so, die hatten einen Sarkophag schon gebaut und der erste wurde beigesetzt. Und nachdem, als dann der zweite starb und man den Sarkophag öffnete, sei nach der Legende die Leiche oder das Skelett zur Seite gerollt, um Platz zu machen für den zweiten verstorbenen König. Und als dann letztlich kurz drauf der dritte, der jüngste, starb und wiederum beigesetzt wurde, da seien die beiden Leichen, die schon beigesetzt waren, nach links und rechts gerollt, um Platz zu machen und diesen König in die Mitte zu nehmen. Und daher käme es eben, dass die drei Weisen zusammen in einem Sarkophag liegen und ruhen. In den ersten drei Jahrhunderten nach Christus wurden die Erinnerungen an die Weisen aus dem Morgenland von Generation zu Generation mündlich überliefert. Schriftlich sind sie im Evangelium nach Matthäus erwähnt. Die lange Reise der heiligen drei Könige ist nach ihrem Tod nicht zu Ende. Durch die heilige Helena gelangten sie zuerst nach Konstantinopel und dann nach Mailand. Wir stehen vor der Basilika Sant'Eustorgius in Mailand, wo sich die Reliquien der heiligen drei Könige seit Jahrhunderten befinden. Diese Reliquien der Magier wurden von der Kaiserin Helena, der Mutter Kaiser Konstantins, gefunden. Sie suchte auch nach vielen anderen Reliquien, wie dem Kreuz oder den Nägeln. Sie hatte erfahren, dass die drei Weisen aus dem Morgenland genau an dem Ort starben, wo Jesus gekreuzigt wurde. Da fand sie ihre Reliquien und schenkte diese ihrem Sohn. Als Eustorgius um 340 zum Bischof von Mailand ernannt wurde, begab er sich zu Kaiser Konstantin und bekam die Reliquien zum Geschenk. Diese Reliquien kamen aus Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, wo sie in der Kathedrale Hagia Sophia aufbewahrt wurden. Die Überreste der drei Weisen wurden in einem Sarkophag auf einem von Ochsen gezogenen Karren transportiert und bis hierher nach Mailand gebracht, wo die Karre im Schlamm stecken blieb und nicht mehr von der Stelle kam. Wir sind hier in einem ehemals sehr schlammigen Gebiet. Dass die Karre stehen blieb, wurde von Eustorgius als ein Zeichen Gottes interpretiert. So entschied er sich, an diesem Ort eine Basilika zu bauen und hier die Reliquien zu beherbergen. Das genaue Datum ist nicht bekannt. Wir vermuten, dass sie um 340 bis 350 gebaut wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Basilika mehrmals umgebaut. Der Sarkophag befindet sich heute noch hier. Die Überreste der heiligen drei Könige blieben hier bis 1164, bis Friedrich Barbarossa Mailand plünderte. Als die Belagerung durch Kaiser Friedrich Barbarossa drohte, versteckten die Mailänder die Reliquien hinter einer Geheimmauer im Glockenturm der Kirche San Giorgio al Palazzo. Da die Nähe zu Heiligen damals mehr bedeutete als Gold und Edelsteine, wurde mit allen Methoden nach den Reliquien gesucht. Friedrich Barbarossa übergab die Reliquien am 9. Juni 1164 dem Erzbischof von Köln und Reichskanzler Reinhard von Dassel. Der Verein der Heiligen Drei Könige in Mailand bewahrt die Erinnerungen an diese Zeit bis in die heutigen Tage und ist froh, dass ein Teil der Reliquien mehrere Jahrhunderte später in ihre Stadt zurückkehrte. Hier sehen wir das Grab der heiligen drei Könige, das immer hier geblieben ist. Der Kunstforscher Professor Federico Zerbi behauptet, dass dieser Sarkophag wohl aus der römischen Epoche stammen könnte und aus dem Orient kommt. Ein Hinweis dazu gibt der hochwertige Marmor aus Peloponnes, dasselbe Material, das im Orient für die Gräber der Prominenten noch heute verwendet wird. Damit wissen wir, dass dieser Sarkophag aus dem Westen kommt
und für eine höhere soziale Schicht im Orient bestimmt war. Oben rechts befinden sich die Reliquien, die 1904 nach Italien zurückkamen. Sie sind in diesem Schrein aufbewahrt und werden am 5. und 6. Januar während des Dreikönigsfestes ausgestellt. Die Ankunft der Heiligen Drei Könige in Köln wurde zu einem großen spirituellen und gesellschaftlichen Ereignis. Es ging nicht um Schaulust. Die Menschen aus allen Schichten verbanden mit diesen Reliquien ihre Hoffnungen. Durch die Berührung der Heiligen wollten sie ihren eigenen Weg zu Christus finden, ihm huldigen und sich von ihm heilen lassen. Die Mailänder sagen, dieser Lümmel hat ja nicht einmal vor dem Heiligsten zurückgeschreckt und hat uns auch noch die Heiligen Drei Könige gestohlen. Die andere Variante ist also, dass er so großzügig war, dass er sagt, er wollte eigentlich nur diese Reliquien haben, aus dieser Frömmigkeit raus. Wie auch immer, jedenfalls, wir erinnern uns, sie sind im Sumpf stecken geblieben, aber von dort aus nach Köln war kein Problem. Und man hat damals tatsächlich so gedacht, also in den Gebeinen der Heiligen Drei sind die Heiligen gegenwärtig. Und so wie man geglaubt hat, also das ist der Sumpf, dass ja da der Wagen mit den Königen im Sumpf stecken geblieben ist, ist ein Zeichen, dass sie dort eben bleiben wollen. So hat man es auch als Zeichen gesehen, ja, die wollen oft sich nach Köln, sonst hätten sie das verhindert.1164 sind die Reliquien von Mailand hier nach Köln gekommen und sofort hat sich das rumgesprochen. Menschen, heute würde man sagen, aus ganz Europa haben sich auf den Weg gemacht hier nach Köln, um in der Nähe dieser wichtigen Reliquien zu sein, um hier zu beten. Ja, tatsächlich gibt es eine Quelle, die berichtet, dass die ganze Stadtgemeinschaft aus den Toren der Stadt herausgezogen sei, um die Reliquien noch vor den Stadttoren in Empfang zu nehmen. Und dann ist man gemeinsam in einer großen Prozession in die Stadt hineingezogen, in den Dom, wo sie dann in der Mitte der Kirche Aufstellung gefunden haben. Der Bau, der damals noch stand, war der karolingische Vorgängerbau des heutigen Domes. Ein doppelchöriger Bau und wahrscheinlich in der Nähe der Vierung, in der Mitte des Mittelschiffs, wurden dann die Reliquien aufgestellt. Es entstand in Köln ein goldener Schrein für die Gebeine und der Andrang an Pilgern war sehr, sehr groß. Und das mag auch einer der Gründe dafür gewesen sein, dass der Wunsch wuchs, an der Stelle des alten karolingischen Domes einen noch größeren, moderneren neuen Dom zu errichten, den heutigen Kölner Dom, mit dem man dann 1248 begonnen hat. 1322 wurde ein wichtiger Bauabschnitt fertig, sodass man in diesem hinteren Teil, dem östlichen Teil des Domes, die erste heilige Messe feiern konnte an diesem Altar. Am 27. September 1322 wurde dieser Altar geweiht. Der größte und schwerste Stein im Kölner Dom ist diese Altarplatte, wiegt mehrere Tonnen. Was haben die Menschen damals Wunderbares geschaffen, dass wir bis zum heutigen Tag an diesem Altar die Heilige Messe feiern können? Die Pilger kamen tatsächlich aus allen Teilen Europas nach Köln. Wir wissen, dass viele Pilger aus Skandinavien kamen, aus England, auch vom Balkan, aus Österreich, aus Ungarn. Alle 7 Jahre gab es im Spätmittelalter dann die sogenannte Ungarnfahrt, wo ungarische Pilger zusammen mit Pilgern aus Süddeutschland, Österreich, vom Balkan nach Aachen gezogen sind, um dort die Marienreliquien zu sehen und auf dem Weg auch in Köln Station gemacht haben, um die Heiligen Drei Könige zu verehren. Die Heiligen Drei Könige erfreuten sich aber auch ganz besonderer Beliebtheit bei gekrönten Häuptern. Sie galten als die ersten christlichen Könige überhaupt. Und so war es unter anderem üblich, dass der deutsche König, der bis ins 16. Jahrhundert in Aachen gekrönt worden ist, zumeist nach seiner Krönung Station in Köln gemacht hat, um die Gebeine der ersten christlichen Könige hier zu verehren. Zuletzt wissen wir von Karl V., dass er hier nach Köln gekommen ist und den Heiligen Drei Königen einen kostbaren goldenen Kelch geschenkt hat.
der dann leider in den Wirren der Französischen Revolution eingeschmolzen wurde. Der Schrein, in dem die Reliquien der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom aufbewahrt werden, ist ein weltbedeutendes Kunstwerk. Er ist 110 cm breit, 153 cm hoch und 220 cm lang und 500 kg schwer. Sein innerer Kern ist aus Eichenholz gemacht. 74 Figuren aus vergoldetem Silber sowie über 1000 Edelsteine und Perlen schmücken den Schrein. In der Schatzkammer des Doms kann man auch heute noch den ursprünglichen Holzkasten sehen. Es ist faszinierend, dass die Reliquien genau in diesem Holz seit 1164 jahrhundertelang aufbewahrt wurden. Darauf erkennt man die Spuren der Nägel, mit denen die Edelsteine und Figuren befestigt wurden. Dieser Ort, an dem der Schrein jetzt steht, war nicht immer dieser Ort. Wohl geplant war wohl, den Schrein hier aufzustellen, wo jetzt der Altar hier in der sogenannten Vierung steht. Vierung, weil der Dom ist ja gebaut, wenn man mit einem Flugzeug darüber fliegen würde, wie ein Kreuz. Und die vier Richtungen kommen hier zusammen zu ihrem Schnittpunkt. Für Köln sind natürlich in erster Linie die Reliquien selbst von Bedeutung, weil Köln eben ein wichtiger Wallfahrtsort geworden ist. Die Heiligen Drei Könige finden in der gesamten christlichen Welt Verehrung und auch heute kommen noch viele Pilger nach Köln, um die Gebeine der Heiligen Drei Könige zu verehren. Für die Stadt Köln war der Besitz dieser Reliquien so bedeutend, dass die drei Kronen auch ins Stadtwappen der Stadt Köln bis auf den heutigen Tag aufgenommen worden sind. Auch kunsthistorisch ist der Schrein von einer immensen Bedeutung. Er ist das größte mittelalterliche Reliquiar, das sich erhalten hat, hat eine basilikale Form, die dadurch zustande kommt, dass der Schrein eigentlich drei Reliquienschreine darstellt, die übereinander gestellt sind. Und er ist überaus reich mit getriebenen Silberfiguren, die vergoldet sind, teilweise sogar mit Goldfiguren geschmückt, hauchdünn aus Blechen getrieben, dünner als ein Fingernagel. Das Programm stellt Christus in den Mittelpunkt, die Ereignisse des Epiphanietages, die wir am 6. Januar feiern, nämlich die Erscheinung Christi unter den Menschen, symbolisiert einmal in der Anbetung durch die Heiligen Drei Könige, sodann in der Taufe Christi im Jordan und als zukünftige Epiphanie thront in der Stirnseite oben der Weltenrichter, der am Ende der Zeit Gericht halten wird. An den Seiten sind dargestellt als Vertreter des Alten Bundes Propheten und die Könige David und Salomon. Oben quasi als Beisitzer des Weltgerichts die 12 Apostel und ein Seraph und ein Cherub. Und die Dachreliefs zeigten früher Szenen aus dem Leben Jesu und aus der Apokalypse, der Offenbarung des Johannes. Diese sind leider heute nicht mehr vorhanden. Der Schrein ist während der Französischen Revolution beraubt worden und insbesondere die Reliefs der Dachflächen wurden damals eingeschmolzen. Einmal im Jahr wird ganz vorne am Schrein eine Platte, eine Trapezplatte geöffnet, sodass man dann durch ein Gitter ein wenig in den Schrein hineinschauen kann. Und dann die drei Schädel sehen kann, eben von den Heiligen, die wir hier als die Heiligen Drei Könige verehren. Im Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert wurde der Schrein mehrmals in der Woche außerhalb der Advents- und Fastenzeit geöffnet und die Schädel der Heiligen Drei Könige nach der Morgenmesse den Pilgern präsentiert. Heute geschieht dies nur noch am 6. Januar. Gewöhnlich wird am Vorabend dieses Tages die Trapezplatte geöffnet und Pilger, die nach Köln kommen und Gläubige, die an den Gottesdiensten teilnehmen, haben dann die Möglichkeit, am Schrein vorbeizugehen und auf den geöffneten Schrein mit den Schädeln der Heiligen Drei Könige zu schauen. Wenn man in den Schrein hineinblickt, dann sieht man vorne an auf dem Häupterbrett die Schädel der Heiligen Drei Könige mit dem Gesicht nach unten gekehrt, so wie sie in Anbetung in Bethlehem vor der Krippe gelegen haben sollen. Sie sind mit Kronen geschmückt.
die ursprünglich König Otto IV. Ihnen gestiftet hatte um 1200. Leider sind die Originalkronen während der Französischen Revolution eingeschmolzen worden. Die heutigen Kronen stammen dann erst aus dem 19. Jahrhundert. Also was wir wissen von den Reliquien, die wir im Kölner Dom haben, die hat man untersucht. Die waren, das waren drei Männer, das hat man also wissenschaftlich jetzt erforscht, drei Männer, mutmaßlich aus dem 1. oder 2. Jahrhundert, da gab es eine bestimmte Methode, das festzustellen, wie alt das ist. Man hat festgestellt, dass sie bestattet waren in kostbarem Gewänder, es müssten also wohlhabende Leute gewesen sein. Und mutmaßlich auch aus dem, ich sag mal, Nahen Osten, weil da Blütenreste von Blüten waren, die gefunden hat, die aus dieser Gegend kommen. Im Dreikönigenschrein liegen nicht nur die Gebeine der heiligen drei Könige, sondern auch die weiterer Heiliger, des heiligen Gregor von Spoleto sowie der heiligen Nabor und Felix. Letztere hat auch Reinhard von Dassel aus Oberitalien mit nach Köln gebracht. Innerhalb des Schreines gibt es eine Lade, in der die Gebeine aufbewahrt werden. Und diese Lade ist tatsächlich zuletzt im 19. Jahrhundert geöffnet worden. 1864 gab es eine Öffnung, über die ein ausführliches Protokoll angefertigt worden ist, bei dem auch ein Anatom anwesend war. Und anhand dieses Berichtes wissen wir, dass in der Lade neben den weiteren heiligen Gebeinen unter anderem auch die Gebeine von drei Männern unterschiedlichen Alters liegen, die mit den heiligen drei Königen damals identifiziert wurden. Die Gebeine waren eingeschlagen in Textilien, die eng mit den Gebeinen verbacken waren. Also offenbar waren die Körper einbalsamiert worden. Und man hat von diesen Textilien Fragmente entnommen, die sich erhalten haben und sich heute in der Domschatzkammer befinden. Und vor einigen Jahren gab es auch eine Untersuchung dieser Textilien. Und dabei kam heraus, dass es sich unter anderem um einen sehr, sehr kostbaren Blöckchendamast, ein Seidengewebe mit Goldfäden und Purpurborte handelt, das im 2., 3. Jahrhundert, an der Grenze so ungefähr dieser Zeit, in Palmyra, also im heutigen Syrien, entstanden ist. Man kann natürlich niemals den Nachweis führen, ob es sich bei den Gebeinen tatsächlich um die Gebeine der heiligen drei Könige handelt. Mit naturwissenschaftlichen Möglichkeiten wäre das auch gar nicht möglich, weil man ja gar kein Vergleichsmaterial hat. Aber man kann zumindest sagen, die Heiligen, die in dem Reliquienschrein liegen, gehen bis in antike Zeiten zurück. Und es handelt sich um Männer, die offenbar eine sehr, sehr große Verehrung gefunden haben. Sonst hätten sich ihre Gebeine zum einen wahrscheinlich nicht bis heute erhalten, zum zweiten wären sie nicht in dieser Zeit in so wertvolle Textilien eingeschlagen worden. Nur wenige wissen, dass es jedem möglich ist, mit den heiligen drei Königen in Berührung zu kommen. Ein kleines Reliquiar mit den Reliquien ist im Chorumgang auf dem Gitter hinter dem Schrein befestigt und gibt jedem die Möglichkeit, den heiligen drei Königen auf Augenhöhe zu begegnen. Es wird immer wieder gefragt, warum man den Dreikönigenschrein die innere Lade nicht mehr öffnet. Das Domkapitel hat sich gegen wissenschaftliche Untersuchungen der Gebeine entschieden. Zum einen respektiert man die Ruhe der Toten, zum anderen spielt es auch nicht die Rolle, ob die Reliquien nun echt sind. Das könnte man ohnehin nicht beweisen, sondern das Entscheidende ist, wofür die heiligen drei Könige stehen und dass sie eben als die biblischen Magoi, als die biblischen Magier, die nach Bethlehem gekommen sind, über all die Jahrhunderte Verehrung gefunden haben. Genau über diesem Altar ist der dritte Turm des Kölner Domes, der sogenannte Vierungsturm. Und ganz obendrauf ist der Stern von Bethlehem zu sehen. Das war für die Pilgerinnen und Pilger ein ganz wichtiges Zeichen. Wenn sie von weit her kamen, konnten sie schon mehrere Kilometer vor Köln diesen Stern, diesen Turm sehen und sagen, dort wollen wir hin, dort sind die Reliquien der heiligen drei Könige. Aber hier hat der Schrein nie gestanden. Eigentlich eine sehr schöne Deutung, die ich zuletzt bei einer Predigt am 6. Januar gehört habe. Da sagte der Weihbischof sinngemäß, der Stern ist ja nicht dort stehen geblieben,
wo die heiligen drei Könige sind, sondern der Stern ist stehen geblieben, wo Christus ist. Und so haben die Könige Christus gefunden. Und wir sind ja auch aufgerufen, nicht die heiligen drei Könige zu finden, sondern mit ihnen Christus zu finden. Und dass wir jetzt an der Stelle Christus finden, nämlich im Altar und bei der heiligen Messe auf dem Altar und durch die Feier der sich um den Altar versammelten Gemeinde, ist eigentlich diese Planung vor über 700 Jahren heute wunderbar verwirklicht, auch wenn der Plan nicht ganz aufgegangen ist wie damals. Aber die Aussage ist eigentlich wunderbar getroffen. Was die Magier aus dem Osten motiviert hat zu ihrer Reise, dazu gibt es in den Predigten von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, eine schöne Deutung. Er sagt, man könnte diese Sterndeuter als Naturwissenschaftler heute beschreiben. Sie sind die, die die Schöpfung erforschen, die die Gesetzmäßigkeiten dahinter verstehen wollen, die eben auch den Himmel, also den ganzen Kosmos in ihre Betrachtung mit einbeziehen, die staunen können über die Größe und die Schönheit der Welt. Aber sie merken, das ist noch nicht alles, was diese Welt ausmacht. Sie sind Menschen, die auf der Suche bleiben und deswegen eben auf diesen Weg gehen nach Bethlehem. Und insofern sind die Sterndeuter zunächst einmal Menschen unserer Zeit, könnte man sagen, die viel wissen, viele Informationen abrufen können, die auch versuchen, sich die Welt und ihr Menschsein natürlich zu erklären, gewisse Gesetzmäßigkeiten zu finden und so auch ihr Leben zu gestalten. Aber dann gibt es eben Erfahrungen, dass das noch nicht alles ist, dass die Welt begrenzt ist, die wir mit unseren eigenen Fähigkeiten ergründen können. Und sie machen sich eben auf den Weg, man kann auch sagen, auf einen Weg des Glaubens. Sie suchen den Sinn hinter diesen ganzen Erscheinungen und sie finden dann eben letztlich, so sagt Papst Benedikt, im Kind die Liebe Gottes, die die ganze Welt zusammenhält. Also das finde ich eine sehr schöne Verbindung. Der Mensch sucht nach etwas, aber die Antwort findet er eben, wenn er Gott begegnet. Gott selber, nicht einen eingebildeten Gott, sondern den menschgewordenen Gott in Bethlehem. Und diese Motivation ist eben auch eine, die heute viele Menschen umtreibt, die sagen, diese Welt kann viel bieten, aber einen tieferen Sinn, dazu brauche ich etwas anderes. Und auf der anderen Seite sind eben die Sterndeuter auch Menschen, die bereit sind, sich einer neuen Erfahrung zu öffnen. Und so finden sie dann eben zu Christus. Und auch das ist eine Motivation, dass man im Glauben auch immer weiter geht und weiter wächst. Und dass man eben auch versucht, den Menschen die Schönheit dieser Begegnung mit Gott neu bewusst zu machen. Die heiligen drei Könige sind natürlich Patrone des Pilgerns, weil sie selber dem Stern von Bethlehem gefolgt waren, um Christus zu finden. Und damit sind sie natürlich ein ganz wichtiges Leitbild für die Menschen, sich auf den Weg zu machen, um Gott zu suchen. Im Mittelalter erhoffte man sich auch von den Reliquien ganz konkret Linderung gegen verschiedene Krankheiten, aber auch gegen andere Übel. Es war üblich, den Dreikönigenschrein mehrmals in der Woche, außer in der Advents- und Fastenzeit, zu öffnen. Immer nach der Morgenmesse, die schon früh morgens um 5 Uhr im Dom war, öffnete man die Trapezplatte vorne am Schrein. Und dann standen Geistliche bereit, die mit silbernen Zangen von den Gläubigen im Mittelalter gegossene Plaketten in späterer Zeit dann Seidenbilder oder Papierbilder bekommen haben. Man hat die in den Schrein hineingehalten, die Schädel der heiligen drei Könige damit berührt und glaubte, dass ein Teil der Heilkraft der Reliquien auf diese Objekte überspringt. Und auf die Zettel ist auch drauf gedruckt, wogegen es helfen sollte. Genannt wird an erster Stelle die Fallsucht, das ist Epilepsie. Daneben aber auch Hauptweh, also Kopfschmerzen, Fieberkrankheiten, aber auch Übel wie Hausbrand, Räuber, Piraten, böse Leute und dergleichen Übel mehr. Und diese Objekte haben eine sehr, sehr weite Verbreitung gefunden. Viele dieser Pilgerandenken sind uns erhalten geblieben, weil man sie gerne in die Glockengussformen eingedrückt hat, sodass also viele Glocken auch im skandinavischen Raum etwa mit Medaillen geziert sind, die an die heiligen drei Könige angerührt wurden. Man hat sogar mal bei Ausgrabungen im indischen Raum eine Dreikönigen-Medaille gefunden, die also auf weiten Wegen bis nach Indien geraten ist.
Und ansonsten waren auch die Dreikönigenzettel noch im 18. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet. Zu ganz verschiedenen Zeiten haben Menschen unterschiedliche Heilige verehrt. Das können Menschen sein aus der eigenen Region, Menschen, die so ähnlich gelebt haben wie man selber oder Menschen, die einfach fasziniert haben. Bei den Reliquien der Heiligen Drei Könige ist sicherlich eine Besonderheit, dass sie Jesus gesehen haben, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, dass sie sicherlich verändert nach Hause gegangen sind, dass sie ihre Knie gebeugt haben, dass sie die ersten Menschen außerhalb des Volkes Israel, außerhalb der Hirten, die schon gekommen waren zur Krippe, die ersten Menschen waren, die Jesus wahrgenommen haben. Es steht zwar in der Bibel nicht drin, was sie anschließend gemacht haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Könige, diese Magier, verändert nach Hause gekommen sind. Wenn sie das so angesprochen hat, dass sie die Knie gebeugt haben, dass sie am Ziel ihrer Pilgerschaft angekommen sind, ihrer Suche angekommen sind, dann wird das Herz davon voll gewesen sein. Dann werden sie erzählt haben und anderen Menschen begeistert haben. Und vielleicht ist etwas von dieser Begeisterung und dieser Suche auch heute noch bei den Menschen zu spüren. Und damit möchten sie in Berührung kommen. Also wir können an dem Weg der Heiligen Drei Könige, an ihrem Weg nach Bethlehem und zurück eigentlich unseren Lebensweg sehen. Also, sie haben den Stern gesehen, einen Hinweis auf den Herrn, auf Gott. Diesen Hinweis haben wir alle im Herzen. Jeder von uns ist ein Abbild Gottes und in unserem Herzen schlummert eine Sehnsucht nach Gott. Manchmal ist diese Sehnsucht zugedeckt wie Glut unter viel Asche. Und dann können wir sie aber freilegen. Und dann will das Abbild zum Urbild zurück, zu Gott. Und das ist der Weg der Heiligen Drei Könige. Ja, sie sind dem Stern gefolgt. Wir folgen der Sehnsucht, die Gott in unser Herz gelegt hat. Sie treffen Gott. Sie finden ihn. Das ist mein Wunsch, meine Hoffnung, dass jeder, der auf der Suche ist, wirklich Jesus Christus findet. Und dann genau das tut, was die Heiligen Drei Könige gemacht haben. Nämlich, dass sie sich auf die Erde geworfen haben und ihn angebetet haben. In der Übersetzung heißt es, dass sie ihm huldigten. Das ist eigentlich zu wenig. Da ist das griechische Wort Pryskinesis. Das heißt, sich auf den Boden werfen. Die Verehrung als Gott. Und dann heißt es, sie kehrten auf einem anderen Weg heim in ihr Reich. Dass uns diese Begegnung mit Christus verändert und wir verändert in unseren Alltag zurückkehren. Und das nicht nur einmal im Leben, sondern eigentlich diesen Weg, den die Heiligen Drei Könige einmal gemacht haben, dass wir den eigentlich jeden Tag neu gehen. Es gibt schon viele gute Dokumentationen über die Weisen aus dem Morgenland. Warum habe ich mich auf den Weg gemacht, um eine neue zu drehen? Ich hatte Eindruck, dass in vielen Geschichten, die an diesen Tagen über die Heiligen Drei Königen erzählt werden, das Wichtigste fehlt, nämlich ihre Glaubensbotschaft. Ich hoffe, dass wir heute gemeinsam etwas von dieser Glaubensbotschaft, von diesem Vermächtnis erschließen könnten. Und was ist die wahre Geschichte der Heiligen Drei Könige? Die wahre Geschichte ist die, die uns das Evangelium erzählt. Drei Magier aus dem Morgenland versuchten, die Geheimnisse des Universums zu erschließen und haben schließlich den Quell allen Wissens der Welt gefunden. Und jetzt? Jetzt sind wir dran. Wenn Sie mehr über unseren Glauben und unsere Kirche erfahren wollen, dann abonnieren Sie diesen Kanal, schreiben Sie Ihre Kommentare, geben Sie Ihre Bewertung, dann sehen wir uns wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes
reichen Segen.